Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Stadtbücherei. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zahlen. Das ist ein richtiges Geschenk. Die Veranstaltung heute Abend ist eine Kooperation. War eine Kooperation mit dem Verein Ökonomie der Menschlichkeit. Und an der Stelle bedanke ich mich gleich gern und ganz herzlich beim Georg Dippruger für die gut abgestimmte Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit beschert uns einen tollen Abend, eine besondere Begegnung. Und ich freue mich wirklich sehr und es ist mir wirklich eine große Ehre, ihn willkommen zu heißen. Ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten, unseren Gast, Herrn Professor Joachim Bauer. Schön und danke, dass Sie da sind. Thematisch geht es heute Abend selbstverständlich um das neueste Buch von Herrn Professor Bauer, Titel Realitätsverlust. Sie haben es sicher schon gesehen, unser Büchertisch, den die Jacqueline von der Buchhandlung Leseträume gestaltet. Dort gibt es übrigens noch mehr Bücher von Herrn Professor Bauer. Die Sachbücher, und das darf ich auch anmerken, sind wirklich, wirklich, wirklich sehr Ihnen ans Herz zu legen, die Sachbücher von Herrn Bauer. Das sind auch Bücher, die bei uns in der Bücherei sehr gern ausgepackt werden. Das nur als Nebenbei. Das Thema ist heute eigentlich ein sehr, durchdringendes, würde ich sagen, ein realitätsdurchdringendes Thema. Der Titel ist Realitätsverlust, es geht um künstliche Intelligenz, um diesen Begriff einfach mal so zu gebrauchen. Es geht um virtuelle Welten, es geht darum, wie diese neuen Technologien unsere Gesellschaft beeinflussen, was die mit unseren Lebenswelten machen und nicht zuletzt, was diese Technologien mit uns Menschen als Individuen machen. Dieser Thematik gehen wir heute dialogisch nach. Und ja, ich freue mich sehr und ich übergebe nun gleich das Mikrofon und das Wort an unsere Podiumsgäste. Bitte schön. Wenn ich das kurz darf. Vielen, vielen Dank. Also es gibt Dinge, die... Da hat man eine Idee, man macht was und Michaela, danke dir, da hat's, das war ein richtiger Fluss, eine Freude und das ist eine Gestaltungsmacht, die da entsteht. Ich möchte mich auch bedanken bei Zürich Schweighofer, denn Professor Bauer habe ich bei den Goldecker Dialogen kennenlernen dürfen. Das Buch wurde präsentiert und ich denke mir, weil, wenn wir das schaffen, dass wir einen Lebensraum so aktiv und so schön gestalten, dass wir die virtuellen Welten nicht mehr brauchen, dann ist uns was gelungen. Und ich war aber schon ein bisschen überrascht, schockiert vielleicht sogar, wie weit das vorangeschritten ist und wie magisch diese virtuellen Welten wirken. Und wir wirken ja für eine menschliche Wirtschaft, für eine Ökonomie der Menschlichkeit, für eine Wirtschaft, die dem Leben und dem Menschen dient. Und da darf es im Menschen. Und das ist eine Riesensubstanz, das ist eine Riesenchance. Und da geht es uns darum, dass wir diese Thesen von Professor Bauer dann aufnehmen und sagen, und wie können wir das in den Alltag umsetzen? Herr Professor Bauer ist Arzt, Psychotherapeut, Wissenschaftler. Ich habe gesagt, wir könnten 100 Fragen stellen heute. Und ich denke mal, diese Zusammenhänge sind auch das Entscheidende, was Herr Professor Bauer immer kommuniziert. So, jetzt übergebe ich an ihn und vielleicht mit der ersten Frage. Die Vita in dem Buch sind 3 Seiten. Sie sind enorm belesen, aber wer ist Joachim Bauer? Das wäre meine erste Frage. Ja, ich bin ein ganz normaler Mensch, ganz klare Antwort. Ich bilde mir nichts auf mich ein. Ich habe eine Ausbildung gemacht, wie die meisten hier auch, wie Sie auch. Und versuche eben die Erkenntnisse aus den modernen Neurowissenschaften zu übertragen in die Alltagswelt. Was können wir lernen für das Leben, für das private Leben, für das Leben in der Gemeinschaft, für das Leben am Arbeitsplatz? Was können wir lernen auch für die Pädagogik, für das Großwerden unserer Kinder aus den Neurowissenschaften?
Und da gibt es ein paar wichtige Sätze, ein paar wichtige Erkenntnisse, die auch für Sie wichtig sind, für Ihre Arbeit. Sie haben ja Ökonomie der Menschlichkeit sich auf die Fahnen geschrieben und Ihr Logo ist ja Folge der Freude. Die Frage, was macht Freude, was macht Motivation, der sind die sozialen Neurowissenschaften auch nachgegangen. Und da gibt es klare wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass es vor allem Zugehörigkeit ist, soziale Zugehörigkeit, Gemeinschaft, die Wertschätzung, die wir von Mitmenschen erfahren, das sind die Faktoren, die die Motivationssysteme im menschlichen Gehirn in Gang setzen und die Freude produzieren. Und dann gibt es natürlich auch Killer von Freude, also was zerstört Freude? Das ist vor allem das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich muss mich schämen vor den anderen oder auch, dass andere mich ausgrenzen, nicht? Also Einsamkeit, das war natürlich auch eine große Schwierigkeit in der Pandemie, die wir jetzt hinter uns haben, dass sehr viel Isolation von den Menschen erlebt wurde. Das ist natürlich nicht gut für die Freude, nicht? Und das Thema meines neuesten Buches behandelt eben die Problematik der digitalen Produkte. Was meine ich denn mit digitalen Produkten? Also es ist so eine kleine Perlenkette von Produkten, das Smartphone erstmal als solches, nicht das Smartphone. Dann das, was auf dem Smartphone drauf ist, die sogenannten Applikationen, also die Social Media. Ich erzähle gleich ein bisschen was, was ich damit meine. Ich glaube nicht, dass alle hier damit schon voll vertraut sind. Dann also Smartphone, Social Media, dann das Videospielen und dann das Metaversum und dann eben jetzt als letztes die künstliche Intelligenz. Und warum macht mir das Sorgen? Also es ist nicht so, dass diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, irgendwie schlecht wären. Wir alle fast alle benutzen Smartphones, ich auch. Ich benutze auch Computer. Und natürlich brauchen wir auch Social Media, damit wir miteinander in Kontakt sein können, mit Menschen vor allem, die weit weg sind, dass wir mit denen in Verbindung treten können. Also daran ist an für sich nichts Schlechtes. Der Punkt ist nur, der entscheidende Punkt ist die Frage, bleiben diese Instrumente, diese digitalen Produkte, bleiben die unter unserer Kontrolle? Ist es der einzelne Mensch, der selber bestimmt, wie er diese Produkte benutzt? Also bin ich der oder bin ich als Frau diejenige, die selber bestimmt, wann ich mein Smartphone benutze, wann ich in Social Media bin oder wenn ich ein junger Mensch bin, wann ich Videospiele mache? Oder ist die Attraktion dieser Angebote so stark, dass ich da sozusagen abhängig oder süchtig werde, dass nicht mehr ich bestimme, sondern dass das digitale Produkt bestimmt, wie stark ich sozusagen dem Angebot nachgehe, dass das digitale Produkt an mich ausspricht? Und wir haben eine Situation, wo man sagen könnte, das ist ein Kipppunkt, der ist da für viele Menschen schon überschritten. Also viele Menschen wir werden angesprochen von einem Kind. Das ist eine Szene, die man oft sieht, dass ein Kind versucht, Kontakt aufzunehmen mit einem Erwachsenen. Und der Erwachsene ist aber im Kontakt mit seinem Smartphone. Ja? Und das Kind kommt nicht in Kontakt. Oder wir sind als Erwachsene untereinander miteinander im Gespräch. Wir haben uns verabredet oder sind im Gespräch und das liegt das Smartphone hier und plötzlich kommt ein Summen oder ein Leuchtsignal, da ist eine Nachricht da und dann wird das Gespräch unterbrochen. Ja, entschuldige mal, ich muss mal schnell gucken. Und dann wird ein analoger Kontakt, in dem ich gerade mit einem realen anderen Menschen bin, unterbrochen zugunsten einer digitalen Kommunikation. Ich gehe raus aus der analogen Situation und folge dem Angebot oder dem Diktat des digitalen Produktes. Und bei den Social Media ist es so, also Social Media sind so Kommunikationsplattformen, nicht wie zum Beispiel die älteste oder eine der älteren ist Facebook, da sind die Menschen über 30 sehr stark drin.
Dann Instagram, TikTok, da sind Menschen unter 30 drin, auch viele Jugendliche, nicht? So, das sind die Social Media und das sind, da kann man mit anderen im Kontakt sein, nicht? Und es hat sich in den letzten Jahren eine Tendenz entwickelt, dass Millionen junge Menschen, so unter 30, also zwischen 12 und 30 Jahren, Millionen Menschen täglich, stundenlang in den Social Media sind. Also die treffen sich dann weniger mit Gleichaltrigen, mit Freunden, die gehen weniger raus, ja, und sind in den Social Media. Jetzt würde man denken, naja, wenn die Neurowissenschaften, wie ich gerade gesagt habe, sagen, dass Verbundenheit, Zugehörigkeit in Gemeinschaft die Freudesysteme, die Motivationssysteme aktivieren, dann ist das doch eine gute Sache. Das Komische ist nur, wir wissen aus der Forschung, es gibt große soziologische, aber auch medizinische Forschung, dass man Menschen, die intensiv in den Social Media, also sagen wir mal 3, 4, 5, 8 Stunden am Tag in den Social Media sind, und das sind Millionen die von jungen Leuten, die praktisch ständig in den Social Media sind, wenn man die fragt oder anschaut, wie geht es denn denen? Sind die voller Freude? Dann ist die klare Antwort nein, sondern bereits wer 3 Stunden täglich aufwärts in Social Media ist, und das sind die allermeisten, also 3 Stunden ist eine geringe Dosis, ja, 4, 6 Stunden, das ist so normal bei vielen jungen Leuten in der Adoleszenz, 16-Jährige, 18-Jährige, ja. Also wer 3 Stunden und mehr in Social Media unterwegs ist, verdoppelt sein Depressionsrisiko. Jetzt, wie kommt das? Das ist ja ein Widerspruch, ne? Eigentlich sollten Social Media doch verbindend sein zwischen den Menschen. Und tatsächlich sehen wir, es macht die Menschen einsam. Wie kommt das? Warum? Weil wer da reingeht, wer sich da anmeldet, wer da einen Account anlegt und dann mit anderen im Kontakt ist, vor allem die Jugendlichen untereinander in den Gruppen, die sie dort bilden können, da ist ein ständiges Sich-Vergleichen. Wer hat mehr Zustimmung von den anderen? Die Zustimmung, die untereinander sich geben, die Systeme sind so angelegt von denen, die das konstruiert haben. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Instagram. Nicht, das kommt von einem Digitalboss, der heißt Zuckerberg. Und die haben die damals konstruiert, diese Plattformen, diese Social-Media-Plattformen, die sind extra so angelegt, dass man sich untereinander Zustimmung oder Ablehnung geben kann. Man kann sich einmal Texte geben, dass man da schreibt, was du da schreibst, ist völliger Schwachsinn, also dass man sich negativ bewertet mit Worten. Aber dann gibt es vor allem so kleine Zeichen, ne? Herzchen oder Daumen hoch, ja, oder Daumen runter oder Follower, also dass man sagt, ja, ich bin ein Follower von dir, ja. So, also ganz viel, das heißt, es ist ein ständiges Sich-Vergleichen, wer hat mehr Zustimmung von den anderen, wer hat mehr Follower, wer hat mehr Herzchen, wer hat mehr Zustimmungsdaumen, ja. Und dieses ständige Sich-Vergleichen, bin ich gut genug, bin ich beliebt genug, das zerstört den Effekt, den man sich eigentlich erhofft hatte, dass da Gemeinschaften entstehen. Und das merken nicht nur die Jugendlichen untereinander, die also tatsächlich je mehr Stunden am Tag sie im Social Media sind, umso depressiver werden. Das merken auch wir Erwachsenen im Internet ganz allgemein. Wir wissen, dass seit einigen Jahren im Internet der Hass, der gesellschaftliche Hass zunimmt. Man könnte ja sagen, es ist doch gut, wenn eine Gesellschaft über das Internet jeder mit jedem, jede mit jeder zusammen kommunizieren kann. Das müsste doch eine Gesellschaft verbinden. Könnte man sich naiverweise vorstellen. Tatsache ist, dass genau das Gegenteil passiert. Genauso wie bei den Jugendlichen auch, ist es auch bei uns. Das heißt, wir stellen fest, dass in allen Ländern, vor allem westlichen Ländern der Welt, wo sehr viel Internetkommunikation ist, über Facebook, über Twitter, das heißt jetzt nicht mehr Twitter, nicht Elon Musk hat Twitter gekauft, das ist einer dieser Digitech-Bosse, einer dieser Milliardäre, hat das jetzt sofort in X umgenannt. Also Twitter gibt es jetzt nicht mehr, Twitter heißt jetzt X. So, also dass wir also sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, wo durchaus auch Erwachsene unterwegs sind, als auch auf Twitter
X, dass wir da sehen, dass nicht etwa Verbundenheit innerhalb der Gesellschaft zunimmt, sondern Hass. Und woher kommt das? Nicht Verbundenheit, sondern Hass. Naja, weil wir sind anonym unterwegs. Die meisten, viele gehen dort auf einen Account, ohne ihren wahren Namen zu nennen, sondern sie sehen, welche Meinungsäußerungen finde ich denn da, politische Meinungsäußerungen zum Beispiel. Und da ich dann kann ich jetzt richtig dann sagen, das ist doch Quatsch, was der da schreibt, ja. Nicht? Und Sie wissen ja, dass wir viele Themen haben, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann und auch sein darf. So, ich sage jetzt mal, Migrationspolitik kann man unterschiedlicher Meinung sein, zur Sozialpolitik, nicht? Und so weiter, zur Klimafragen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und man könnte ja miteinander ins Gespräch kommen. Wenn ich Ihnen in die Augen schaue, während wir uns austauschen über Klimafragen oder über die Problematik der Migration, nicht? Wenn Sie mir in die Augen schauen, dann werde ich nicht anfangen, Sie zu beschimpfen, sondern dann werde ich sagen, ach ja, das ist Ihre Meinung. Aber ist es nicht auch so, dass, und dann bringe ich meine Gegenmeinung ein. Und dann werden Sie sagen, ja, das verstehe ich schon, Herr Bauer, aber ich sehe das mehr so. Und dann werde ich wieder ein Gegenargument bringen. Aber wir werden uns zum Schluss nicht hassen, weil wir uns in die Augen schauen. Wenn wir aber in so einem Kommunikationskanal, in einem digitalen Kommunikationskanal anonym unterwegs sind, dann entsteht, so leider sind wir Menschen so, dann entsteht eine Tendenz, immer radikalere Meinungen zu äußern. Ja, was Sie da, ich sehe Ihnen nicht in die Augen, ich sehe nur, was da steht. Ne? Dann sage ich, das ist völliger Unsinn, was Sie da schreiben. Ne? Dann antworten Sie, warum sagen Sie das? Sie sind doch ein Quatschkopf. Wer sind Sie denn? Ja, Sie kluges Professörchen. Dann sage ich, was sind Sie denn für eine Kuh? So geht es los. Verstehen Sie, das steigert sich. Das heißt, diese Anonymität im Netz hat die Tendenz, immer krassere Äußerungen hervorzubringen. Warum? Weil wir Menschen wollen Aufmerksamkeit von anderen. Und im Internet ist es so, dass je krasser ich mich äußere, desto mehr Aufmerksamkeit kriege ich. Und so rutscht man, ohne dass man das eigentlich will, immer mehr in krassere, hasserfülltere Formen des zwischenmenschlichen Umgangs, ja, rein. Und das ist das Problem eben bei diesen Social Media, ne? Das heißt, wir rutschen aus dem Augen-zu-Augen-Kontakt, aus dem Gespräch mit jemandem, der anwesend ist. Das findet immer weniger statt in unserer Gesellschaft. Immer mehr äußern wir unsere politischen und sonstigen Ansichten zur Erziehung, zum Klima und so weiter, äußern wir im Internet, ja, in den Social Media. Und die Jugendlichen unterhalten sich auch immer mehr über das. Und da läuft auch die Hassgeschichte, ne? Das heißt, wir haben ein Problem, dieses Weg aus der analogen, realen Welt, wo Menschen miteinander im Gespräch sind und sich auch in die Augen schauen oder mindestens miteinander zusammen sind, rutschen wir immer mehr rüber in diese digitale Welt. Ja? Und das ist das, was ich als Realitätsverlust bezeichne. Und das ist eine Geschichte, die ist hochproblematisch. Jetzt habe ich gesagt, Smartphone, Social Media, jetzt kommt noch das Gaming dazu. Das ist auch ein Realitätsverlust, der da stattfindet. Wir haben in Deutschland und sicher auch in Österreich, Sie müssen es nur durch 7 dividieren, nicht? Dann haben Sie Deutschland dividiert durch 7, dann haben Sie die österreichischen Zahlen. 10. Ja, 10, ja, oder? 10 ungefähr, ja. Bei 10, also gut. Ja, ja. Können wir drüber reden. Wir sind größer geworden. Wir sind der größer geworden, das ist schön. Ich bin ein großer Fan der Österreicher. Gut, also ich gehe halt von den deutschen Zahlen aus. Nicht? Wir haben also in Deutschland nicht Millionen junger Leute, vor allem sind es Männer, männliche Jugendliche, die stundenlang am Tag gamen. Also nicht alle Jugendlichen machen das, aber sehr viele. Ja. Und ich arbeite viel mit Lehrern. Ich trainiere Lehrkräfte schon seit 20 Jahren, um ihnen beizubringen, mit Erkenntnissen aus den sozialen Neurowissenschaften, wie man Unterricht macht, wie man die jungen Menschen fasziniert, wie man Ausstrahlung entwickelt, wie man dann deswegen habe ich viel Kontakt mit Lehrkräften. Und diese Lehrkräfte erzählen mir das auch, bestätigen mir, dass es ein Riesenproblem ist mit dem Videospielen. Und zwar sieht es eben so aus, wir haben nicht nur Hunderttausende, sondern mehr als 1 Million junge Leute im Alter zwischen 10 und 17 Jahren, die stundenlang täglich Videospiele spielen.
Jetzt ist es da genauso wie mit den Social Media auch. Im Prinzip müsste das nicht schlecht sein. Social Media sind im Grunde auch nicht schlecht. Die sind nur dann schlecht, wenn ich quasi nicht mehr wegkomme. Wenn der Sog, den das auf mich ausübt, so groß ist, dass ich stundenlang da drin bin, dass ich die Kontrolle nicht mehr habe. Und so ist es auch mit den Videospielen. Die müssen eigentlich nicht schlecht sein. Der Punkt ist aber der, also es gibt auch Videospiele, die friedliche Spiele sind, also wo man was Friedliches macht. Die meisten Videospiele, die aber gespielt werden, sind zu über 90% Gewaltspiele. Verbrecher- und Gewaltspiele und Kriegsspiele, ne, sogenannte Shooterspiele, also das, was man so als Killerspiele bezeichnet. Und das ist das meiste, was gespielt wird. Und jetzt ist es so, die Jungen zwischen 10 und 17 Jahren in Deutschland gibt es also über 1 Million junge Männer, die stundenlang täglich spielen. Ne, nachts bis um 2 Uhr, 3 Uhr. Und die Lehrkräfte sagen mir, ja, die sehe ich am nächsten Morgen in der Klasse. Die kommen so massiv übermüdet in die Klasse, dass ich die erstmal ausschlafen lassen muss auf der Tischbank. Ja, die legen den Kopf ab. Es hat gar keinen Sinn, mit denen zu schimpfen, weil die sind so übermüdet, ja, wie wir Erwachsene nach dem Transatlantikflug. Ja. Da sind sie auch so ermüdet, da brauchen sie erstmal ein Bett. Ja. Und so sind die morgens in der Schule. Ne. Und da ist es auch so, und dann könnte man fragen, warum sind die stundenlang da drin? Das heißt, das ist ein Sog. Diese Spiele üben auf die jungen Menschen einen Sog aus. Ne? Die Social Media üben einen Sog aus. Ich will dazugehören, ich muss dabei sein bei der Gruppe, ne? Wo die da in den Social Media, meine Klassenkameraden, meine Freunde, die sind da auch, also will ich da dabei sein. Und so ähnlich ist es auch bei den Videospielen. Das übt einen Sog aus. Ne? Weil da spielt man auch zusammen in kleinen Gruppen und dann spielt man gegeneinander gegen andere Gruppen. Und dann kann man wie in der Bundesliga, in der Fußballliga hochsteigen. Je besser sie shooten, ja, desto mehr können sie international in die Ligen aufsteigen. Nicht? Und das hat einen Sog. Ne? Und da verlieren die jungen Leute die Kontrolle über das, was sie da machen. Dann kippt das um. Das ist dieser Kipppunkt. Sie haben Erfolge. Sie haben Erfolge. Ja. Nicht? Weil du, wenn du da spielst mit dem Controller, also das ist der typische Arbeitsplatz, das ist jetzt in Anführungszeichen, eines 16-Jährigen zu Hause. Ne? Der ist zu Hause. Er hat sein Kinderzimmer. Das ist jetzt inzwischen sein Shooting-Büro. Da ist also, der hat sich einen Stuhl geschickt, das sieht aus wie ein Pilotensessel, ja, den gibt extra für Shooterspiele einen Sessel, da sitzen sie so drin mit Nackenstütze und allem, ja, dann haben sie einen großen Bildschirm, dann haben sie einen Controller, mit dem sie mit 2 Daumen schießen können, ja, so, das ist ihr Büro. Und dann schließen sie ab, damit die Eltern nicht stören. Ja, und dann geht es halt ab. Ne? Und wenn die Eltern sagen, du, wäre das nicht gut, noch ein bisschen auch zu lernen am Tag, dann ist die Kraft, die Sogwirkung, die Attraktion des Shootings ist stärker als die mahnenden Worte des Vaters. Ne? Und wenn die Eltern versuchen, sich durchzusetzen, dann gibt es Krieg in der Familie. Und dann sagen die Eltern, ne, um Gottes Willen, wir wollen keinen Krieg. Und dann lässt man es halt laufen. Ne? Ja, und das ist auch ein Realitätsverlust, weil diese jungen Männer, die wirklich, sagen wir mal, 5, 6, 7 Stunden am Tag spielen, die verlieren Lebenszeit. Nicht? Schulabschlüsse werden nicht erreicht, nicht die Schulnoten werden schlechter, die Lehrausbildung und so weiter. Nicht? Und dann sagen die oft, ja, ich will später mal mein Geld als Ego-Shooter verdienen. Da gibt es nämlich so ein paar, die sind so brutal gut, die können tatsächlich damit Geld verdienen. Das ist aber einer von 1 Million. Nicht? Die meisten verdienen damit nie Geld. Ne? Genauso bei den Social Media, da gibt es junge Mädchen, die sagen, ich will mal Influencerin werden und damit mein Geld verdienen. Das ist eine von 100.000 vielleicht. Nicht? Aber das ist das, was ich als Realitätsverlust bezeichne. Das heißt, wir rutschen und ich will jetzt nicht die armen Jugendlichen brandmarken. Das trifft uns alle, wir alle. Ich habe ja vorhin gesagt, das Handy liegt da und zieht uns weg. Wir sind im Gespräch mit jemand anderem. Das muss nur da liegen. Das macht bereits einen Faktor aus, ja? Dass ich mich nicht ganz auf sie einlasse, wenn ich mit ihnen spreche. Ne? Moment noch. Und jetzt will ich noch gerade sagen, dieser Realitätsverlust, der findet in der ganzen Gesellschaft statt. Wir haben immer weniger analoge Sachen miteinander, verabreden uns weniger.
ja, treffen uns weniger von Gesicht zu Gesicht, ja, und immer mehr Leben findet in diesen digitalen Räumen statt. Jetzt könnte man sagen, ja, diese bösen digitalen Angebote, die ziehen, die haben diesen Sog. Ja, das haben die schon, aber jetzt müssen wir noch etwas, und da bin ich jetzt, finden wir gleich die Schleife zu Ihrer Initiative. Wir müssen auch fragen, ja, warum driften denn so viele aus der Realität so rüber, außer dem, dass die digitalen Angebote einen Sog ausüben. Es gibt auch einen Schub, nicht nur einen Sog, sondern die reale Welt ist für viele Menschen inzwischen zu einer freudlosen Sphäre geworden. Und das immer bei der Freude. Das heißt, wenn ich sage, Leute, bleibt doch mal in der analogen, realen Wirklichkeit, dann muss ich in dieser analogen, realen Wirklichkeit den 14-, 16-Jährigen auch was bieten. Ja, und wenn ich das, Hallein ist schön, hier, wo wir hier sind, in der schönen Stadtbücherei, ne? Aber gehen Sie mal nach Berlin, wo ich wohne mit meiner Frau, ja, was wird jungen Leuten mit 12, 14, 16 Jahren in einer Großstadt, Dortmund, in Stuttgart, was kriegen die da geboten in diesen in diesen Großstädten, in denen der Autoverkehr das alles beherrscht und wo alles zugebaut worden ist, wo es kaum noch Spielplätze, Bolzplätze gibt, ja, wo es sehr schwierig ist, in irgendeinen Verein reinzukommen. Das heißt, wir müssen, wenn wir diesen Realitätsverlust beklagen, nicht nur über die Problematik der digitalen Produkte reden, sondern auch über die Problematik, welche Realität haben wir, ja, wie viel Freude gibt es da noch für junge Menschen und oder für uns alle, wie viel Glück und Freude erleben wir in der analogen Realität und wie viel Einsamkeit ist schon für viele Menschen da. Vielleicht in so einer kleineren Stadt wie Hallein nicht so, wissen Sie, aber in den größeren Städten ist das ein Riesenproblem. 50% der Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. Und 25% krass einsam. Die sagen, ich bin richtig in seelischer Not, weil ich niemanden habe, mit dem ich reden kann. So, dann reden wir, da fehlt Freude, Motivation. Ja, etwas, was die Realität attraktiv macht. Und wen wundert es dann, dass diese Menschen, die sich einsam fühlen in der Realität, sagen, naja, dann gehe ich doch in die virtuellen Räume rüber. Sie haben am Anfang gesagt, ich glaube, ich brauche es gar nicht. Doch, besser. Sie haben am Anfang gesagt, ich bin in Dialog mit als Mama, Papa mit dem Kind. Und dann klingelt das Handy. Mhm. Und was ja interessant ist, auch in der Beobachtung, und das schreiben Sie ja im Buch, ich sage ja damit, es gibt etwas Wichtigeres wie dich. Mhm. Und das, glaube ich, ist die Traumatisierung, oder? Mhm. Und dass diese Magie dann erzeugt. Ja, genau. Also das Vorbild, das wir den Kindern geben. Ich bin das dreijährige Kind, versucht mit mir Kontakt zu bekommen oder mit den Eltern am Tisch sitzt und die Eltern permanent das Handy bedienen, dann ist genau das die Botschaft, wie Sie es gerade gesagt haben. Es gibt was Wichtigeres als mich. Und wen wundert es dann, wenn dieses Kind 10 Jahre später selber ein Handy hat? Und jetzt die Eltern nicht mehr in Kontakt mit dem Kind kommen. Warum? Mhm. Weil das Kind mit den Eltern nicht in Kontakt gekommen ist. Ne? Das heißt, wir Erwachsenen machen den jungen Leuten die Geschichte vor. Ne? Und was ist jetzt die Lösung? Sie werden sagen, jetzt klagt er darum, jetzt zerstört er uns selber die Freude, der Herr Bauer hier. Ja. Naja, was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen. Nicht, dass wir jetzt Handys verbrennen oder so ein Quatsch. Ja. Oder dass wir ein Bilderstürmer, ne, nannte man das im Mittelalter, nicht? Dass man die neuen, dass man alles, was neu ist, zerstört. Nein. Sondern der Punkt ist, wer hat die Kontrolle? Beherrschen diese Systeme mich oder beherrsche ich die Systeme? Wer kontrolliert hier wen? Ja? Und das bedeutet, dass man zum Beispiel in einer Familie vereinbart, wo die Kinder jetzt so ranwachsen, beim Tisch, wo wir miteinander essen, morgens und abends ist es ja meistens, wo die Gelegenheit noch Gott sei Dank da ist. Miteinander essen ist sehr, sehr wichtig, kann ich Ihnen nur auch aus der Forschung, sehr wichtig für die Entwicklung von Kindern. Das war in der Evolution schon wichtig. Menschen haben immer gemeinsam gegessen. Das ist gemeinschaftliche Essen, ist was Wichtiges. Also, aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Also wenn wir miteinander essen, morgens oder abends,
dass dann das Handy wegbleibt, weg vom Tisch, ausgeschaltet, weggelegt wird. Und dass die Eltern das mit den Kindern früh vereinbaren. Wenn wir miteinander essen, wollen wir kein Handy haben. Und das sollte auch im Schulunterricht so sein. Nicht? Und in Amerika wird das bereits gemacht, dass besonders progressive Schulen sagen, wenn der Unterricht beginnt, bevor der Unterricht beginnt, kommen alle Handys in eine Box. Und wenn der Unterricht zu Ende ist, kommen die Handys wieder zurück zu den Schülerinnen und Schülern. Nicht? Und der Witz ist der, die Bosse der Internetkonzerne, die sitzen im Silicon Valley. Wissen Sie, wo die ihre Kinder in die Schule schicken? In Waldorfschulen. Warum? Weil die Bosse, die ganze Welt überschwemmen mit ihren toxischen Produkten, wissen genau, für meine Kinder ist das Gift. Und meine Kinder sollen kein Gift bekommen. Dieses Gift, was ich in der Welt verkaufe, sollen meine Kinder nicht bekommen. Deswegen schicken die in die Waldorfschulen, weil in den Waldorfschulen wird streng darauf geachtet, dass die Handys nicht im Unterricht sind. Ja, so sieht die Geschichte aus. Ne? Aber dem einfachen Volk, dem gibt man es. Ne? Und da müssen wir jetzt aufwachen. Und das ist der Punkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Weil wir sind in den diese Smartphones, also die Handys, die eben Social Media und Gaming ermöglichen, dass ich nur aus der Tasche ziehen muss, die gibt es noch nicht so lange. Die gibt es jetzt etwa 12 Jahre. Und in diesen 12 Jahren ist was passiert. Schleichend ist dieser Realitätsverlust passiert. Und das ist in kleinen Schritten passiert, ohne dass wir das richtig merken. Und wir Erwachsenen, die heute da sind, ich sehe Gott sei Dank ein paar junge Gesichter und freue mich sehr, dass ich da in so junge Augen blicke, in so junge Augen blicke, wie jetzt hier zum Beispiel. Wunderbar. Aber die meisten sind aus der Generation, die schon über 30 ist hier. Ne? Und das ist so, naja, das ist so, ja, das ist, wissen, ja, pass auf, das jetzt kommt ein ernster Punkt. Wir haben so eine Bildungsgeschichte hinter uns, ja, die noch sehr mit Analogem zu tun hatte, ja. So. Und wir wissen gar nicht, und wir glauben, wir die Älteren, 30, 40, 50, 60, wir Älteren glauben, naja, bei den Jungen läuft es auch so, wie es bei uns gelaufen ist. Da kann ich Ihnen nur sagen, nein, bilden wir uns das nicht ein. Die Jungen leben in einer anderen Welt, weil sie seit 12 Jahren diese Geräte haben. Und da spielt für den jungen Menschen, ist die Realität, fühlt sich ganz anders an, als sie sich für uns angefühlt hat, als wir 12, 14, 16 waren. Ja, wir mussten noch wirklich von Angesicht zu Angesicht als Jungs gucken, dass wir irgendeine Freundin finden. Das ist ein schwieriger Prozess, wie jeder weiß. Und die Mädchen hatten es mit den Jungs auch nicht leichter. Ne? Ja, aber wir haben es gelernt. Nee, als wir dann 18, 19 waren, wusste das Mädchen, wie kriege ich einen Jungen rum. Und die Jungs wussten, wie kriege ich ein Mädchen rum, wenn sie mir gefällt und ich ihr auch gefalle. Ja. Der Punkt ist der, die Zahl der Jugendlichen heute, die das lernen mussten, mit den vielen Schwierigkeiten, die Scham, Selbstunsicherheit und so, die Zahl derer, die das lernen noch, die nimmt ab leider. Warum? Na, weil die an den Social Media hängen. Ja, weil die weniger diese schwierige Phase mit in der Realität durchgehen, sondern oder weil sie gamen. Ne? Jetzt ist es so, es gibt immer noch, und das freut mich natürlich, es gibt immer noch einen großen Anteil der Jugendlichen, die das immer noch traditionell machen und die hier oben helle sind in der Birne und sagen, die analoge Welt ist wichtig. Und die heute Abend hier sitzen, die wissen das, sonst wäre er nämlich nicht hier, der junge Mann. Ja. Also es gibt wir haben auch Hoffnung. Also ich will jetzt nicht sagen, die Welt geht unter, tut sie nicht. Ja, ich bin ein Optimist. Ich will nur mit diesem Buch sagen, Leute, wacht auf. Da ist peu à peu schleichend. Das ist wie so eine Art Hypnose. Wir rutschen da in so ein Ding rein, wo wir uns klar machen müssen, Moment mal, auf welchem Trip sind wir jetzt? Und jetzt werden Sie sagen, ja, jetzt regt er sich auf, das wird doch sowieso alles, das ist eine Welle, die kommt und geht wieder. Jetzt will ich Ihnen noch etwas sagen, was ich in diesem Buch auch sage. Das wird wahrscheinlich nicht eine Welle sein, die wieder geht, sondern hinter dieser Entwicklung zum Realitätsverlust, hinter dieser Entwicklung aus dem Realen jetzt weg in die
digitalen Räume, in die virtuellen Räume, nicht, also Gaming heißt ja, ich bewege mich in einer virtuellen Welt. Ne? Sie haben da eine, entweder haben Sie eine Brille auf oder Sie haben den Bildschirm vor sich mit einer vom Computer erzeugten künstlichen Welt, in der Sie spielen, ne? In der Sie zum Beispiel GTA spielen, Grand Theft Auto, das ist zum Beispiel eines der vielgespielten Spiele, oder die Call of Duty, das ist ein Kriegsspiel und noch solche Spiele. Ja? Das sind künstliche Welten, mit dem Bildschirm, oder Sie haben die Brille auf, dann sind Sie voll in dieser virtuellen, das nennt man virtuelle Welt, ne? Künstliche Welt so. Also, und dieser Shift von der Realität in die virtuellen Welten oder in die digitalen Kommunikationskanäle, Stichwort Social Media, das ist ein Programm der großen Konzerne und der reichsten Männer der Welt. Das ist das Programm, das die für die Menschheit haben. Und dieses Programm nennt sich Transhumanismus. Transhumanismus ist etwas, was seit etwa 30 Jahren eine Philosophie, die sich vor 30 Jahren ist die entstanden, und die hat in den USA bereits eine vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung erreicht, und die glauben das. Und was heißt Transhumanismus? Transhumanismus sagt, die analoge Welt bringt es nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr attraktiv genug. Wir müssen den Menschen technisch optimieren. Und am Ende wird der Mensch abgelöst durch künstliche Intelligenzen. Das ist das, was der Transhumanismus im Kern sagt. Der Transhumanismus, der berühmteste Philosoph der Vereinigten Staaten, der dort das Denken der Gesellschaft am stärksten beeinflusst, heißt David Chalmers, David Chalmers. Und der hat letztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Reality Plus. Das ist war in den USA ein Buch, was das Denken von zig Millionen US-Amerikanern bestimmt. Und David Chalmers sagt Folgendes: Die Zukunft der Menschheit wird darin bestehen, dass wir alle rüberrutschen in die digitale Welt, in die virtuellen Welten. Und das Gaming ist sozusagen nur das, was im Moment die Jugendlichen vor allem machen. Aber wir werden eine Welt haben, eine virtuelle Welt, so wie beim Videospielen, die insgesamt eine Welt sein wird, in der wir nicht nur spielen, sondern unser ganzes Leben verbringen. Das nennt man Metaversum. Haben Sie schon mal gehört? Einige von Ihnen? Nee. Ja. Merken Sie sich's. Metaversum. Das Metaversum ist ein Konzept, das von Mark Zuckerberg, das existiert bereits. Das heißt, Sie können sich in einen Computer einloggen, Sie können sich so eine Brille aufsetzen, und dann sind Sie in einer künstlichen Welt, die von Computern gemacht wurde. Die sieht aus wie real. Da gibt es Landschaften, da gibt es Städte, da gibt es dann Häuser. Da gibt es Gärten, da gibt es Seen, ja, und Sie können in dieser, da gibt es Büros, also in den Städten gibt es Arbeitsplätze, da können Psychiater ihre Psychotherapiepraxis, Rechtsanwälte können ihre Kanzlei öffnen, ja, so, Sie können also dort alles machen, und Sie sind mit einer Kunstfigur in diesem Metaversum vertreten, einer Stellvertreter Ihres, ne? Sie sind real da, und Sie sind aber mit einem Stellvertreter im Metaversum, in dieser virtuellen Totalwelt, und dieser Stellvertreter heißt Avatar, ne? Und den können Sie so aussehen lassen, wie Sie selber aussehen, Sie können sich aber auch verstellen, Sie können also sich zum Beispiel als, wenn Sie Mann sind, als Frau da auftreten, wenn Sie Frau sind, als Mann auftreten. Sie können sogar als Tier da auftreten. Aber die meisten werden sich als relativ real dort irgendwie vertreten lassen durch ihren Avatar, den sie steuern. Ja? Und der Zuckerberg sagt, das ganze Leben soll sich in ein Metaversum verlagern. Ja. Und wir alle werden praktisch den ganzen Tag dort verbringen, also auch soziale Kontakte mit anderen knüpfen. Das heißt, ich werde mich nicht mehr mit Ihnen zum Essen in der Pizzeria verabreden, sondern ich werde gucken, dass ich Ihren Avatar im Metaversum finde und sage, hallo, wollen wir nicht mal in die Pizzeria im Metaversum gehen miteinander? Und dann setzen wir uns da an den Tisch, ja, und quatschen miteinander.
Und wenn ich dann sage, ja, ich hätte gerne eine private Beziehung mit Ihnen, dann mache ich das im Metaversum. Ja, das heißt, soziale Kontakte, auch erotische Kontakte, alles findet da statt. So Arbeit findet auch statt. Sie gehen dort ins Büro, ja, statt in ein reales Büro. Und das ist das Konzept. Ne? Und jetzt geht der David Chalmers, von dem ich gerade sprach, in seinem Buch, der sagt nicht nur, dass das, also das sagen auch andere, nicht nur David Chalmers, er ist nur der maßgeblichste, einflussreichste, den ich zitiere, damit Sie sehen, dass ich Ihnen da nicht irgendwas erzähle, was gar keine Rolle spielt, sondern ich nenne David Chalmers, weil er ist der einflussreichste Philosoph der Vereinigten Staaten. Er beeinflusst das Denken von 240 Millionen Amerikanern. So, und dort herrscht bereits diese Denke, dass unsere Zukunft im Metaversum sein wird. Und jetzt geht er noch weiter, der Transhumanismus, das ist alles ein Teil des transhumanistischen philosophischen Konzepts, der sagt, wir werden unsere reale Existenz hier auch am besten aufgeben, indem wir unseren Geist auf einen Computer hochladen lassen. Ja, das sagen die voraus. Die sagen, der Transhumanismus sagt, unser Gehirn ist nur eine große Rechenmaschine. Ja, die sagen, unser Gehirn ist nur ein Computer, der nach so wie Algorithmen funktioniert. Das sagen die so. Ich schiebe denen nichts in die Schuhe. Alles, was ich Ihnen hier sage, zitiere ich. Das können Sie dort nachlesen bei Chalmers. Sie können es aber auch hier nachlesen, weil ich Chalmers hier zitiere. Also wir sind, das Leben ist überhaupt, alle Lebewesen sind nur Maschinen, sagen die so. Ja? Und unser Gehirn ist nur eine große Rechenmaschine. Und weil sie diese Annahme haben, sagen sie, ja, wenn das, die glauben das, ja, dann sagen sie, und deswegen wird das möglich sein, und zwar in naher Zukunft, sagen die auch, nicht irgendwann in 300 Jahren, sondern noch in diesem Jahrhundert, dass wir den Geist eines einzelnen Menschen, jedes einzelnen Menschen, auf einen Computer hochladen. Der Geist im Amerikanischen heißt Mind. Und hochladen heißt Uploading. Upload. Ne? Und die nennen das Mind Uploading. Ja, ein Mind Uploading. Und das Versprechen ist, wenn sie da hochgeladen sind, dann kann man ihren Körper entsorgen, dann sind sie ja dort und dann sind sie unsterblich. Das ist das Versprechen. Ausdrücklich, sagen die ausdrücklich. Ja. Und jetzt kommt der Moment, wo ich gesagt habe, Moment mal, Versprechen der Unsterblichkeit und dafür hier im Diesseits Produkte kaufen und Geld loswerden, denn das alles kostet, ja? Das erinnert mich an was? Sie auch? Ja. Mittelalter. Versprechen der Unsterblichkeit im Jenseits und im Diesseits Ablasshandel. Ja? Und genau das wiederholt sich, ja? Und diese mittelalterliche Mystik, ja, ihr seid alle, unsere Vorfahren waren alle im Mittelalter unterwegs. Was waren die meistens? Bauern. Ja, das war so, deswegen heiße ich auch so. Bei mir ging die Linie der Bauern bis zu meinem Urgroßvater. Der eine Urgroßvater war Buchbinder, deswegen bin ich hier am richtigen Platz in einer Stadtbücherei. Und mein anderer Urgroßvater war Bauer. So. Und die, aber von uns jetzt mal, wenn wir ins Mittelalter zurückgehen, waren alle Bauern, arme Bauern, die mussten Abgaben zahlen an ihre Rittersleute, an den Feudalismus. Und sie mussten. Und die Kirche hat gesagt, ja, es ist zwar kläglich das Leben ist ein Jammertal, aber haltet durch, es gibt ja ein Jenseits, da werdet ihr ewig leben. Aber das gibt es nur für euch, wenn ihr hier Ablass zahlt, ne, wenn ihr brav Geld abdrückt. Und genau das Gleiche haben wir jetzt wieder. Und dieser mittelalterliche Schmuh, ich bin nicht Atheist, ich bin Agnostiker, aber also ich hetze hier nicht gegen das Christentum, nur dass das klar ist. Mir geht es um den Schmuh, der damit gemacht wurde. Ja? So. Und der Schmuh wurde beendet durch eine Umwälzung, die nennt man Aufklärung. Ja? Die französische Aufklärung, ja. Immanuel Kant in Deutschland. Nicht? Das ist der große Philosoph der Aufklärung. Und was hat Immanuel Kant gesagt? Er hat gesagt, der Mensch ist der Maßstab aller Dinge. Jeder einzelne Mensch hat die gleiche Würde, hat das gleiche Recht auf ein würdiges Leben. Und der Mensch darf nicht Zweck sein für irgendwas.
Ne? Also so nach dem Motto, du bist jetzt hier einfacher Bauer und damit und du, wenn du brav bist, dann wird deine Frömmigkeit irgendwann belohnt. Das ist nicht das, die Aufklärung hat gesagt, nicht? Also die Franzosen bei der Französischen Revolution, das war ja das Ereignis der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nicht? Das war das neue Konzept. Nicht? Und im Grunde, wenn jemand Christ ist, ein ehrlicher Christ, das war im Grunde auch das Konzept von Jesus Christus. Jeder Mensch hat eine Würde, jeder Mensch ist etwas wert, ne? Und darf nicht einfach zu einem Instrument gemacht werden. Jeder Mensch ist ein Subjekt, ist keine Maschine. Ne? Und das kommt jetzt, diese Errungenschaft der Aufklärung, die wird jetzt wieder langsam kassiert. Da müssen wir aufpassen. Und das ist meine große Sorge. Und da macht der Transhumanismus kassiert die Aufklärung. Ja, und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und das müssen wir uns klar machen. Ne? Und das hat in Amerika bereits das Sagen. Ne? Und die großen Bosse, die das betreiben, das sind zum Beispiel Ray Kurzweil. Ja? Ray Kurzweil hat den Transhumanismus in Büchern propagiert. Alles das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Ray Kurzweil ist Entwicklungschef von Google. Ist ein Milliardär. Ja. Elon Musk ist ein Vollblut-Transhumanist. Der sagt, die Erde, die reale Erde, das ist alles, vergesst es. Wir müssen uns neue Räume suchen. Der will auf den Mars. Ja. Sein Jenseits ist auf anderen Planeten. Ja. Auch mit abgeloadeten Geistern, Menschen, die dann im Computer, im Raumschiff irgendwo hinfliegen. Weil du brauchst ja keinen Körper mehr, nach dem, was die glauben. Und Peter Thiel ist auch einer von diesen Milliardären. Das heißt, der Transhumanismus ist nicht nur ein philosophisches Hirngespinst, er ist ein Hirngespinst, aber er ist nicht nur ein einflussreiches philosophisches Hirngespinst, sondern der Transhumanismus wird von den reichsten und einflussreichsten Menschen dieser Erde vertreten. Ja. Und Peter Thiel zum Beispiel und Elon Musk, die halt sagen ganz offen, von Demokratie halten die gar nichts. Ne? Gute Erziehung für alle Kinder, das ist nicht deren Anliegen. Brauchen wir nicht, weil wir haben ja diese Produkte. Ja, lieber Professor Bauer, viel im Buch nachzulesen. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten und wir haben einmal André Stern erlebt, das ist ein Instrumentenbauer. Und der hat uns mitgegeben, wenn wir die reale Welt cooler gestalten wie die Welt, wie die virtuelle, dann haben wir es wieder geschafft. Und das ist unsere Chance, weil wir arbeiten in kleinen Strukturen und wir bauen auf die wirklich beherzte Wirtschaft auf, die sich täglich bemüht, im Sinne des Ganzen zusammenhängend zu wirken. Und ich hätte aber jetzt noch eine Frage, weil immer künstliche Intelligenz kommt und künstliche Intelligenz. Aber was unterscheidet uns Menschen von künstlicher Intelligenz? Ja, sehr schön. Danke für die Frage. Ich habe sie mir fast gewünscht. Was Menschen von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Sie hören jetzt auch mal ein bisschen, in welchem Sound dieses Buch geschrieben ist. Ja? Das interessiert Sie ja vielleicht auch. Der Mensch hat ein intrinsisches, wissen Sie, was intrinsisch heißt? Das, also ein von innen kommendes, zur eigenen Natur gehörendes, bereits zum Zeitpunkt der Geburt in ihm angelegtes, spontanes Weltinteresse. Man könnte auch sagen Neugier. Eine intrinsische Neugier. Jetzt das Wort Neugier, da ist auch so, hat so einen leichten negativen Beigeschmack. Neugierig sein ist nicht so eine. Deswegen habe ich Weltinteresse gesagt. Ja? Weltinteresse. Das finden Sie bereits beim Neugeborenen. Es hat ein Weltinteresse. Ja? So. Und dieses Weltinteresse richtet sich gleichermaßen auf seinesgleichen, also auf andere Menschen, als auch auf die natürliche Umwelt. Ein Computer hat, auch wenn er mit künstlichen neuronalen Netzen ausgestattet ist, kein intrinsisches, kein in seinem Wesen liegendes spontanes Weltinteresse, schon gar nicht ein Interesse an seinesgleichen. Er wird nur Aufgaben erledigen, für die er trainiert wurde, was er dann allerdings meistens besser kann als der Mensch. Ja, das ist ganz unbestritten.
Dann ist es ein wertvolles Instrument, das uns hilft. So wie ein Bagger Dinge machen kann, leichter machen kann, die wir eine Baugrube ausheben, wofür wir ewig bräuchten. Das, ne, das ist ja auch so ähnlich. Dann ist es ein Instrument, der Computer. Ne? Quelle und Ausgangspunkt des Weltinteresses ist der menschliche Körper. Er beheimatet nicht nur unsere Gefühle, er ist vor allem auch die Basis der Entwicklung von Intelligenz. Verstand, Vernunft und Intelligenz gelangen bei jedem einzelnen Menschen nur über die Erfahrungen ins Gehirn, die sein lebender, mit der Realität interagierender Körper in einer realen Umwelt macht. KI-Maschinen bestehen aus Schaltkreisen, haben aber keinen lebenden Körper, von dem ein Weltinteresse ausgeht. Anders als Maschinen mit KI brauchen Menschen, um ihre biologischen Funktionen, auch um ihre Denkfähigkeit zu erhalten, eine kontinuierlich präsente äußere Realität, mit der wir im Austausch stehen. Demgegenüber können Maschinen jahrelang in fensterlosen, dunklen Räumen arbeiten. Menschen brauchen, um psychisch und körperlich gesund zu bleiben, die Präsenz anderer Menschen. Ganz anders Computer mit KI. Sie brauchen, um ihren Dienst zu tun, keine anderen KI-Maschinen. Künstliche Intelligenzen brauchen, um ihre Funktionen aufrechtzuerhalten, keine Beachtung oder Wertschätzung. Sie verändern aufgrund der Präsenz anderer KI-Maschinen auch nicht ihren eigenen inneren materiellen Zustand. Menschen dagegen können ohne Mitmenschen nicht existieren. Außerdem erleben Menschen durch die pure Präsenz anderer Menschen, je nachdem wie die anderen Menschen gerade auf mich einwirken, messbare Veränderungen meiner biologischen Funktionen. Darüber habe ich mehrere Bücher geschrieben, das ist harte Wissenschaft. Ne? Das heißt, wie wir miteinander umgehen, verändert uns biologisch. Ne? Eric Kandel, der große Österreicher, der in Amerika seine wissenschaftliche Karriere gemacht hat und als Neurowissenschaftler im Jahr 2000 den Nobelpreis bekommen hat für seine Neuroforschung, den kenne ich persönlich zufällig, der sagt immer am Beginn von seinen Vorträgen zum Witz, die Amis machen immer gern kleine Witze am Beginn, bevor sie zur Sache kommen, sagt er immer: After this talk, your brain will not be the same as before. Warum? Da hat er recht, das ist Wissenschaft. Ja? Weil durch jede Begegnung, die wir zwischen Menschen haben, verändert sich unser Gehirn. Ja? Und wenn wir Druck aufeinander ausüben und uns Freudlosigkeit gegenseitig verursachen, dann geht es mit Gehirnveränderungen einher. Und wenn wir uns ermutigen und wenn wir uns wertschätzen, dann verändern wir uns auch und wenn wir Freude auslösen im anderen Menschen. Ne? KI-Maschinen können, wenn sie entsprechend programmiert sind, behaupten, sie hätten Gefühle. Das nennt man Simulation. Nicht? Sie tun so, als ob. Und als Roboter die entsprechenden körpersprachlichen Zeichen simulieren. Sie kennen aber keine intrinsische Einsamkeit, keinen intrinsischen Schmerz, kein Weinen, keine intrinsische Freude und keine intrinsische Angst. Menschen dagegen werden mit allen genannten Gefühlen bereits geboren. Sie bringen sie mit, ohne dass sie ihnen antrainiert werden mussten. Das heißt, wir können schon heute Roboter machen mit künstlicher Intelligenz, die wirken, wie wenn sie Gefühle hätten, empathisch sind, ja, die den Kopf neigen. Ach, Siha, du hast Schmerzen, das tut mir leid. Ne? Und die dann trösten, sodass sich das anfühlt wie ein echter Mensch. Der fühlt aber keine Empathie, er simuliert es. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Sie können in einem Computer simulieren, einen Regen simulieren. Ja? Eine virtuelle Welt mit Regen simulieren. Der Computer wird aber nicht nass. Verstanden? Das ist der Unterschied. Ne? Der Computer kann Gefühle simulieren, er hat sie aber nicht. Ja? Sie können in einem Computer ein schwarzes Loch simulieren. Es ist aber noch kein Computerwissenschaftler in einen Computer hineingezogen worden. Ja? Das heißt, die Simulationen können stattfinden, aber das Reale findet nicht statt. Und jetzt ist es so, dass eben diese Transhumanisten die greifen die Realität von zwei Seiten her an. Die sagen, also diese Realität, wie wir sie haben, die kann ruhig ersetzt werden durch virtuelle Realität. Und jetzt kommt der zweite Angriff. Sie sagen, das, was wir als reale Realität ansehen, ist auch eine Simulation. Mhm. Ja?
Das heißt, der von mir vorhin genannte David Chalmers, berühmteste Philosoph der Vereinigten Staaten, schreibt im Jahre 2022, vor wenigen Wochen ist das gleiche Buch auch auf Deutsch übersetzt erschienen, schreibt er, alles, was wir hier machen, ist simuliert durch einen höheren Simulator. Und jetzt fängt er an, wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass er allen erzählt, Realität und Fake, das geht ineinander über. Das ist nicht mehr scharf getrennt. Ja? Und in den USA ist es ja schon so. Ne? Die sind sich bis heute nicht einer Meinung, wer die letzte Wahl gewonnen hat. Ja? Und David Chalmers legt sich da auch nicht fest in seinem Buch, witzigerweise. Ja? Er lässt es offen. Ja? Das heißt, es ist irgendwie unklar, jeder macht so seine Realität. Und es ist klar, diejenigen, die die Produkte machen, die ganzen virtuellen Welten konstruieren, die bestimmen am Ende, was Realität ist. Und manipulieren die Menschen damit. Ja? Und jetzt sind wir wieder im Mittelalter. Das hatten wir nämlich auch schon mal. Ne? Das heißt, im Mittelalter durfte nicht erkannt werden, Realität ist krasse soziale Ungerechtigkeit. Das durfte gar nicht gedacht werden. Ne? Sondern was Realität ist, wurde von der feudalen Elite und von den Eliten der katholischen Kirche bestimmt. Ne? Alles ist gut, so ist es gut. Das ist eine Welt mit Ordnung, da gibt es halt niedere und obere. Ne? Das ist das. Und wir müssen, und das war die Aufklärung. Ne? Kant hat gesagt, Mensch, habe den Mut zu denken. Ja? Habe den Mut, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen, ne, und zu erkennen, was Realität ist. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt dem Ganzen erliegen, diesem peu à peu, und dass wir jetzt aufwachen müssen und die Aufklärung verteidigen. Aber es würde doch um die Chancen gehen. Wir haben doch viele Chancen. Und diese Welt ist für viele wahrscheinlich nicht lohnend, dass wir künstliche Intelligenz, Hybridwesen werden. Und wir sind in einem Land in Österreich, Deutschland, wo wir ganz viele Chancen haben. Und wir sehen die Chance wirklich über die Wirtschaft. Professor Bauer hat gesagt, die Begegnung, die reale Begegnung macht was mit uns. Das tut was. Und Sie haben gesagt, wir sind biologische Wesen. Mhm. Aber wenn wir noch weitergehen, sind wir nur biologische Wesen oder sind wir geistige Wesen? Natürlich. Und das wäre ja dann die Unterscheidung, die es dann wirklich ausmacht. Das ist so ein Gefühl, wo man richtig sagt, wow, das war jetzt eine tiefe Berührung in dem Sinn. Und das wären die Schätze. Wir haben in Österreich nur 20.000 ungefähr Ladengeschäfte, 20.000 Gasthäuser ohne die Hotels. Und das sind immer Begegnungsräume. Und wir haben uns auch mit dem ländlichen Raum beschäftigt. Und das wird immer herausfordernder. Und diese Geschäfte, die sind ein unwiederbringliches Kulturgut. Und was wir jetzt als ganz großen Ansatz sehen, und das ist uns aber noch nicht gelungen, dass man Zusammenhänge versteht und die gemeinsame Gestaltungskraft sieht. Denn mit dieser Ökonomie der Menschlichkeit sage ich, ich bekenne mich zur Menschlichkeit. Und jetzt habe ich aber eine Frage, Herr Professor Bauer, und zwar, da gibt es dann Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, ja, Ökonomie der Menschlichkeit ist gut, allerdings sind wir menschlich genug? Entsprechen wir dem? Trauen wir uns das? Was passiert denn da? Ja, ich habe jetzt Ihre Frage nicht ganz verstanden. Worauf wollten Sie raus? Der Grund ist der, dass es ja viele Labels gibt, ökologische. Und bei der Menschlichkeit hat man hohen Anspruch. Und jetzt sage ich, ich bin bei der Ökonomie der Menschlichkeit, aber bin ich so gut? Entspreche ich dem? Bin ich menschlich genug, so, damit ich mich zur Menschlichkeit bekennen kann nach außen? Ja, ja. Weil ich natürlich daran erinnert werde in Gesprächen mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten. Mhm. Und das wäre eine ganz große Geschichte, dass wir ermutigen und sagen, ich bin gut genug, gehen wir in diesen Prozess hinein. Ja, weil dann geht es nicht mehr um den Ratio, sondern da geht es um die richtige Beziehung. Dass die einmal anstrengend vielleicht ist, schmerzhaft ist oder so, vollkommen klar. Mhm. Ja. Aber haben Sie da vielleicht noch eine Idee oder einen Impuls, aus der Gehirnforschung, wie es uns mehr gelingt, die Menschen zu ermutigen, dass nicht die Ratio bremst und sagt, na, das mache ich jetzt nicht, sondern dass man sich auf das Gefühl in dem Sinn einlässt und tut. Ja, ja, das ist da machen wir jetzt ein neues Fass auf. Ich habe darüber ein
eigenes Buch geschrieben, Arbeit, wie sie uns glücklich oder krank macht. Und ich habe in diesem Buch, es ist ein Heine-Taschenbuch, Arbeit, Titel Arbeit, Untertitel, wie sie uns glücklich oder krank macht. Und ich habe da drin geschrieben, wie gute Führung funktioniert. Und das ist halt eine Balance zwischen Führung und Empathie. Das heißt, Chefs von Teams oder Chefinnen von Teams müssen natürlich Vorgaben machen und dem Team schon klar sagen, durchaus top-down auch sagen, was wollen wir erreichen. Und sie müssen aber das Team dafür gewinnen. Das soll mit Freude passieren, nicht? Und dazu müssen sie in einem kommunikativen Prozess mit dem Team sein, nicht? Und sie müssen die Bemühungen und Anstrengungen, die aus dem Team herauskommen, wertschätzen. Sie müssen das sehen, was geleistet wird, nicht? Und wenn Leistung nicht aus der Sicht der Chefin oder des Chefs nicht reicht, müssen sie in einen Dialog kommen, nicht? Dann nützt es nicht, den Druck zu erhöhen, sondern da muss man miteinander sprechen und das ansprechen, Konflikte ansprechen. Und das meine ich eben mit der Balance zwischen Führung und Empathie. Das ist ein kunstvoller Prozess, den man lernen kann, und das macht dann am Ende Menschlichkeit aus. Ich meine, die Menschlichkeit, dass wir fähig sind, menschlich zu sein, das beginnt in der Kindheit. Ja? Und vielleicht da noch ein paar Zeilen dazu. Kinder brauchen für ihre Entwicklung zugewandte andere Menschen. Dieser Bedarf ist zwingend und nicht durch digitale Produkte ersetzbar. Ja? In den ersten beiden Lebensjahren, wir haben ja Hunderttausende von Kindern in Deutschland, die bereits in den ersten beiden Lebensjahren in Kitas kommen. Ja? Das ist nichts Schlechtes, wenn die Kita personell ausreichend ausgestattet ist. Ja, wenn es dort keinen Personalmangel gibt. Nicht? In den ersten beiden Lebensjahren brauchen Kinder ein ausreichendes Maß an zweiseitiger, das nennt man dyadischer Spiegelung. Nur so können Säuglinge und Kleinkinder spüren, dass sie gemeint sind. Nur so können sie ein Selbst entwickeln. Das Problem ist, dass jetzt die Digitalindustrie zunehmend die Bildungsbürokratie mit beeinflusst, mit Lobbyismus, und denen sagt, bringt doch unsere digitalen Endgeräte, also die Tablets, bringt doch mal Tablets in die Kitas, die Kinder können dann wischen, und dann werden Kinder durch Tablets ruhig gestellt. Ja, und das funktioniert. Die Kinder werden dann ganz früh süchtig. Aus denen werden nicht digital kompetente junge Kinder, sondern aus denen werden Süchtige. Ich bin schon dafür, dass man Kinder digital kompetent macht. Mit 10, 12 Jahren sollen Kinder lernen zu programmieren. Mein Sohn hat, meine Frau ist auch hier heute Abend, unser Sohn hat als Jugendlicher einen kleinen Computer zusammengebaut. Ich bin dafür, dass Kinder das lernen. Aber sie lernen das nicht dadurch, dass wir ihnen schon mit in der Vorschule digitale Endgeräte geben. Ja. Das war die Sache mit der frühen Kindheit. Jetzt noch zum Kindergarten. Im Alter von 3 bis 6 Jahren kommt es darauf an, dass Kinder die Regeln erlernen und verinnerlichen, die ein gutes soziales Miteinander ermöglichen. Warten, teilen und die eigenen Impulse kontrollieren. Dies erfordert ein täglich viele Male wiederholtes, freundliches, liebevolles Erklären und Hinweisen. Dazu braucht es Menschen, keine Roboter. Ja? Die Digitalindustrie sagt, das kann man auch, wir können auch mit ChatGPT zum Beispiel jedem Kind einen Coach an die Seite geben. Ja? Sagt, das sind Programme, Ideen, die jetzt bereits laufen. Ne? Kinder sehnen sich nach der Zuwendung, Ermutigung und Wertschätzung erwachsener Menschen. Herangeführt werden sollen Kinder in diesem Alter aber auch an die Entdeckung der Welt, an das Arbeiten mit verschiedenen Materialien, an die Erforschung der freien Natur. Wir sind jetzt im Kindergartenalter, spreche ich gerade. Und an die Erprobung des eigenen Körpers durch vorsportliche Programme und Musik, nicht miteinander spielen, sich bewegen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Digitale Endgeräte und die Industrie drückt die auch in die Kindergärten rein, nicht nur in die Kitas noch davor, sondern auch digitale Endgeräte leisten einer Entdinglichung, Entmaterialisierung und Entkörperlichung der Kindheit Vorschub und sind den Entwicklungsaufgaben der Vorschulkindheit diametral entgegengesetzt. Ja? Im
Jetzt noch ein paar Sätze zur Schulpädagogik. Im Mittelpunkt guter Schulpädagogik sollte die pädagogische Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften stehen. Von ihr hängt ab, von dieser Beziehung, ob Kinder und Jugendliche Motivation und Freude entwickeln. Auch beim Lernen kommt es auf Freude an. Ne? Nicht nur beim Arbeiten, auch beim Lernen, ob sie Freude. Und dazu braucht der Jugendliche in der Schule das Gesehenwerden seiner Pädagoginnen und Pädagogen. Ja? Der Kern der pädagogischen Beziehung bilden Spiegelungs- und Resonanzvorgänge. Da habe ich andere Bücher dazu geschrieben. Also, dass das Kind gespiegelt und in Resonanz erfährt auf seine Bemühungen. Es ist auch Kritik gehört da dazu. Ne? Dass man sagt, du hör mal, da kannst du dich noch mehr anstrengen. Da ist noch mehr drin. Nicht? Das gehört mit zur Resonanz. Die Resonanzen, die Schülerinnen und Schüler auf ihre Bemühungen von Lehrerseite erhalten, können die Kraft einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung entwickeln. Die Arbeit an Schulen kann ab der Sekundarstufe, das wäre also ab 10, 11 Jahren, durch digitale Werkzeuge unterstützt werden. Ich bin dafür, dass Kinder jetzt mit 10, 11 Jahren aufwärts wirklich lernen, was digitale Produkte sind. Also, dass sie auch programmieren lernen und Computer zusammenbauen. Ja. Die analoge Präsenz von Lehrkräften ist jedoch durch nichts zu ersetzen. Ja, wenn wir es nochmal kurz zurückführen, und wir sind mit der Zeit schon etwas drüber, wir wollten eigentlich noch ein bisschen einen Dialog machen, aber es ist einfach derartig. Fragen von Ihnen derartig breit. Ja, aber vielleicht noch eines, wenn wir es jetzt nur runterbrechen auf die Wirtschaft. Es passiert ganz viel online und ich führe viele Gespräche mit Unternehmern, die sagen, ich bin da, ich habe einen Raum, ich habe eine Miete, ich habe Personal, das kostet. Und es kann nur ein gemeinsames Anliegen die Lösung bringen, dass man sagen, wir erhalten diesen wirtschaftlichen, realen Lebensraum. Und das ist ein ganz, ganz dringendes Anliegen. Und wenn es uns da gelingt, dass man da einheitlich erkennbar wird, über tausende Unternehmer kommunizieren, dann wird das ein natürlicher Magnetismus. Weil was Professor Bauer gesagt hat, das Bedürfnis, die Sehnsucht ist ja da. Ich muss den Raum in dem Sinn noch bieten. Ich muss die Begegnungsmöglichkeiten haben. Es geht um die Praxis und wir sind Praktiker. Und diese Wirtschaft, die richtig so beseelt und so beherzt wirkt in Österreich, das ist ein unwiederbringlicher Schatz. Und ich bin nicht so positiv, sondern auf vielen Gesprächen, und wir sind viele Jahre unterwegs, bin ich zwischenzeitlich der Meinung, dass es vorher richtig kippen muss, bevor es wieder was Neues entsteht. Also ich bin überhaupt nicht mehr positiv, weil ich sehe, wie der Alltag fesselt, wie die Unternehmer kämpfen und durchkämpfen und noch mehr kämpfen, aber der Kampf endet. Es geht jetzt um das Menschliche, um das Weibliche, um das Symbiotische, um das Verbindende, um das Gemeinsame. Und da ist im Moment einfach kein Raum oder wenig Raum da. Es sind da heute ein paar nicht da, die sich angemeldet haben. Aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil es einfach nicht mehr geht. Und wenn wir jetzt sagen, die Freude im Leben, Herr Professor Bauer, das ist das Natürlich, jedes Kind hat Freude. Warum verlieren wir die Freude? Warum ist es nicht möglich, in der Arbeit Freude zu leben? Das ist ganz was Natürliches und das haben wir in der Hand. Und da braucht man Zusammenhänge dafür. Ja, ich bin in den Zielen, die Sie formuliert haben, völlig Ihrer Meinung. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es vorher kippen muss. Ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass Krisen immer was Gutes bringen. Also ich glaube, wir sollten versuchen, ohne eine Krise, ohne ein wirkliches Abkippen, die Dinge auf den guten Weg zu bringen. Und ich würde Sie auch ermutigen, schauen Sie, heute sind über 50 Leute da. Das ist doch positiv in einer kleinen Stadt wie Hallein. Das ist doch fantastisch. Ja? Und wenn Sie Ihre Arbeit fortsetzen, ich hoffe, dass Sie einfach diese Durchhaltekraft haben, auch in Ihrer Initiative, dass Sie jetzt das weiterführen, was Sie seit 5 Jahren hier so wunderbar machen und nicht auf eine Krise hoffen, sondern Ihre Arbeit konsequent und ohne zu zögern weiterführen und da nachhaltig einfach weitermachen. Ich finde das sehr schön. Ich fände es sehr schön, wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder auch, Sie dürfen auch Widerspruch äußern. Ja? Wir haben ja vorhin gesagt, Widerspruch im Netz führt zu Hass. Hier sind wir analog. Hier dürfen Sie auch Widerspruch äußern und sagen, also hören Sie mal, Herr Bauer, was Sie jetzt da in diesem Punkt gesagt haben, halte ich für völligen Unsinn, aus folgenden Gründen. Dann dürfen Sie das hier sagen und dann versuche ich, Sie zu verstehen und vielleicht, falls mir ein Gegenargument einfällt, werde ich dann freundlich ein Gegenargument bringen. Oder wenn Sie eine Nachfrage haben, dass Sie sagen, ich habe da noch was nicht verstanden oder ich kann das gar nicht glauben, dass es so und so ist, wie Sie sagen, dann dürfen Sie jetzt
jetzt hier aus dem Publikum kommen und dann bringen wir ihnen das Mikrofon, dass sie sich äußern können. Ich bin deswegen dafür, dass sie es ins Mikrofon sprechen, damit alle anderen ihre Frage hören. Oder eine Idee, wie wir den realen Begegnungsraum besser gestalten können. Gerne. Mhm. Bitte. Ja, hallo, vielen Dank für den Vortrag. So geht's, ja. Also es gab ja einen Vorgänger vom Metaverse, nämlich Second Life. Ja. Jetzt bezweifle ich etwas, dass Metaverse mehr Durchsetzungskraft haben soll als Second Life. Second Life hat sich bekanntermaßen nicht so durchgesetzt wie gewünscht. Mhm. Also warum sollte es jetzt auf einmal den sogenannten Transhumanisten gelingen, sich mit dem Metaverse doch durchzusetzen? Ja. Also ich kenne jetzt die Zahlen von Second Life nicht, aber es war ja ein ziemlich populäres Spiel. Also ganz so schlecht lief das auch nicht. Aber es ist in der Tat so, dass Mark Zuckerberg die Hoffnung hat, dass er einen Quantensprung macht mit seinem Metaversum. Es gibt ja 2-3 Metaversen im Moment von unterschiedlichen Anbietern. Aber Zuckerberg ist, ich weiß nicht, sagt man Zuckerberg oder Zuckerberg? Ich glaube, die Amerikaner sagen Zuckerberg. Der will natürlich sein Metaversum, will er zu dem Metaversum machen. Das soll, die Tendenz dieser ganzen Konzerne ist ja, dass sie Monopole werden. Ne? Und dass praktisch alle dann da reingehen in dieses eine Ding. Und er hat in Deutschland jedenfalls, er hat es sicher auch in Österreich, er hat in Deutschland vor etwa 2 Monaten große ganzseitige Anzeigen geschaltet. Im Spiegel, in der FAZ, also Frankfurter Allgemeine, in der Süddeutschen, wo er gesagt hat, da wird die Schule stattfinden, die wird im Metaversum stattfinden, da wird Forschung stattfinden, Labore und so weiter. Nicht? Also er hofft, da, und er macht auch Werbung dafür. Und ja, man muss sehen, ich hoffe, dass sich die Menschheit das nicht auf die Nase binden lässt. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich habe vor kurzem von Bekannten eine App vorgestellt bekommen und die haben in diese App eine Aufgabe reingesprochen, also du schreibe mir einen Text zu irgendwas und die künstliche Intelligenz hat innerhalb von kürzester Zeit eine Antwort geliefert. Das war jetzt noch bis, also es war zumindest erkennbar, dass es jetzt nicht von einem Menschen geschrieben worden ist. Aber ich habe jetzt gehört, in den deutschen Abituraufgaben, die ja jetzt vor kurzem gelaufen sind, also Österreich Matura, dass da mit künstlicher Intelligenz gearbeitet worden ist und dass es nicht mehr, dass die Lehrer Schwierigkeiten hatten, das als solches zu identifizieren. Ja. Ja, danke. Das macht mir Angst. Ja, danke. Sehr schön, dass das jetzt aus dem Publikum heute Abend kommt. Und ich sie nicht erstmal damit sozusagen erschrecken muss. Ja, das, was Sie als App bezeichnet haben, ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, ein sogenanntes Sprachmodell, weil die kann auch sprechen, die kann ein Textmodell. Und das ist, was wahrscheinlich war, als ChatGPT. Genau. ChatGPT. Und das kommt von einem Konzern in den USA, OpenAI. Und der Chef heißt Sam Altman. Ja. Und jetzt ist es so, also das sind, ich beschreibe in diesem Buch, wie die funktionieren. Das sind Computer, die aus ganz vielen Schichten von Rechenknoten bestehen. In jeder Schicht sind hunderte von Rechenknoten, das sind Chips, Computerchips. Und die oberste Schicht ist die Eingabeschicht. Also der Computer muss, bevor er solche Antworten geben kann, erstmal endlos lange mit Texten, die aus der ganzen Welt zusammengekrabbelt werden, gefüttert werden, so nennt man das. Diese Texte müssen aber vorher digital aufbereitet werden, also die müssen in 0-1 umgewandelt werden. Und dann kann man die Computer mit der obersten Schicht füttern. Und dann sind diese ganzen Rechenknoten, ist jeder Rechenknoten mit jedem Rechenknoten der unteren Schicht verbunden. Und so wird das dann durchgereicht. Das heißt, der Computer zerlegt
das Material, mit dem er gefüttert wurde, die Texte, mit dem er gefüttert wurde, in Einzelteile, in Texteinzelteile, das nennt man Token. Und er berechnet, welche Texte hängen mit welchen zusammen, welche Wortteile folgen auf welche Wortteile, welche Worte folgen auf welche Worte. Das heißt, er durchanalysiert die Sprache auf Wahrscheinlichkeitszusammenhänge. Und das macht er so gut, man weiß nicht genau, wie er das im Inneren macht, diese Hidden Layers, also das sind Layers, nennt man das, die Fachleute. Ja, ich habe das hier alles beschrieben und mir haben Computerwissenschaftler bestätigt, dass ich es perfekt beschrieben habe in der Sache. Ja, ich habe natürlich vorher recherchiert. Ich habe das mir nicht im Traum erschienen. So, das ist wie so eine digitale Lasagne. Können Sie sich das vorstellen, ja? Die oberste Schicht ist die Eingabeschicht, dann wird das hier durchgespeichert nach Wahrscheinlichkeitszusammenhänge und die unterste Schicht ist die Ausgabeschicht. Und die Frage, die Ihr Freund dem Computer gestellt hat, das nennt man einen Prompt. Das heißt, Prompt heißt, ich will was von dir haben, ich veranlasse dich. To prompt heißt veranlassen. Das heißt, Sie können jetzt eine Frage stellen, einen Prompt stellen und jetzt kriegen Sie eine Antwort. Und die Antwort, die er liefert, ist, Sie haben ja, der Prompt ist ja auch Text. Die Frage ist Text. Und jetzt kann der Computer aufgrund Ihres Prompts, der ja auch Text ist, aufgrund der Wahrscheinlichkeitszusammenhänge eine halbwegs passable Antwort konstruieren. Da gibt es noch ein paar Fallstricke, weil das klappt nicht sofort. Da muss man ziemlich lang rummachen an diesem Computer, bis es dann klappt. Dann muss man auch mit Hand noch nacharbeiten. Man hat immer die Tendenz, falsche Antworten auch zu geben. Die muss man dann aussondern. Das sind die berühmten Clickworker. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Das steht aber alles hier. Und ja, das ist der berühmte ChatGPT. Wichtig ist, das ist der kann sprechen wie ein Mensch. Er hat aber kein Bewusstsein, sondern ist eine gigantische Rechenmaschine. Hat kein Bewusstsein. Das versuchen manche der Transhumanisten versuchen zu sagen, ja, der hat ein Ich, der hat überhaupt kein Bewusstsein. Das ist eine gigantische Rechenmaschine, die weiß nicht, was sie tut. Weil sie hat kein Bewusstsein. Sie wird immer besser. Ja, wie der Bagger, der ihnen die Baugrube ausbaggert, der wird auch immer besser. Die sind gut. Ich habe nichts gegen KI. Was wir bei diesen ChatGPT haben, sind Probleme, auf die ich jetzt heute nicht eingehen kann. Wir brauchen saubere KI. Die ChatGPT ist eine Schmutz-KI. Da ist aller Dreck, der in der ganzen Welt geschrieben wurde, ist da drin, ist gefüttert. Wenn wir aber eine saubere KI haben, dass zum Beispiel Bibliothekare wie die Chefin der Stadtbücherei hier, dass wir alle sauberen Romane, guten Romane und Kinderbücher, ja, die aber kein Dreck, keinen pornografischen Dreck, der ist bei ChatGPT mit drin, aber dass wir saubere Romane, dass wir alle die füttern, dann weiß der Computer tatsächlich über diese ganzen Romane Bescheid, dann kann der ihnen alles liefern, was aus diesem Metier, mit dem er gefüttert, sauber gefüttert wurde, kann er ihnen saubere Antworten geben. Oder zum Beispiel Juristen, die benutzen bereits KI, die sind sauber gefüttert mit allen Urteilen der Gerichte in Österreich oder in Deutschland, vom Bundesverfassungsgericht runter bis zum Amtsgericht. Ne? Haben Sie eine saubere KI, die liefert Ihnen wirklich brauchbare Sachen. Und wir benutzen KI bereits im Alltag. Wenn Sie zum Beispiel ein Auto haben, was in den letzten 5 Jahren gebaut wurde, haben Sie eine KI da drin. Wenn Sie Ihr Navi aufmachen, das ist eine KI. Ne? Sie wissen aber, dass die machen auch Fehler. Wir dürfen die nicht ganz alleine überlassen. Das Militär benutzt KI. Und weil KI auch Fehler macht, nicht? Also zum Beispiel automatisch reagiert im Krieg, wenn irgendwo was leuchtend Helles aufsteigt, bam, gibt es die Reaktion, kommt eine Rakete dahin. Ne? Das hat dazu geführt, dass im Irakkrieg oder im Afghanistan die USA mit ihrer KI in den Militärsystemen, wenn irgendwo eine Hochzeit war,
Ja, und die Muslime machen Leuchtraketen bei Hochzeiten. Dann hat die KI gesagt, boah, da ist jemand, der schießt rein, und dann wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft getötet. Das heißt, was wir machen müssen, wir brauchen, das nennt man Responsibility Gap, eine Lücke bei der Verantwortlichkeit. Wir dürfen KI nicht einsetzen, auch in der Medizin ist das ein Thema, wir dürfen KI nicht einsetzen als autonome Entscheider, sondern am Ende muss immer ein Mensch, sie kann assistieren. In der Medizin, auch beim Militär, in der Juristerei, in der Bibliothekskunst, ja, kann sie assistieren. Aber am Ende muss ein Mensch entscheiden, ob das, was die KI geliefert hat, eingesetzt wird und wie es eingesetzt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dafür brauchen wir Gesetze. Das heißt, wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, wo wir bestimmte Vorgaben machen dieser Industrie. Das wäre zum Beispiel eine Sache, dass KI nicht autonom eingesetzt werden darf. Zum Beispiel von Versicherungskonzernen, die setzen auch KI ein. Da ist die Frage, wem geben wir eine Lebensversicherung? Ach, Sie haben einen türkischen Namen. Es kann sein, dass die KI sagt, oh, schwierig, ne? Sie sind aber ein tüchtiger Türke, haben sich hier integriert, ja? Haben ein Geschäft schon in zweiter Generation, und die KI sagt, nö, der kriegt keinen Kredit, das darf nicht sein. Ne? Oder Sie haben die falsche Postleitzahl, schlechtes Wohngebiet, ne? Sagt die KI, oh, da lieber nicht, das darf nicht sein. Nur weil Sie zufällig in einer Gegend wohnen, wo eben auch sozial Bedürftige wohnen, die vielleicht tatsächlich keine Lebensversicherung bekommen können oder so. Also das sind so Dinge, die haben auch Wirkungen auf jeden Einzelnen von uns. Ne? Und da muss die Gesetzgeber sicherstellen, das muss immer ein Mensch am Ende entscheiden. Ja, das ist eine Sache. Und eine andere Sache, die sichergestellt werden muss, ist Folgendes. KI kann ja, wie Sie es festgestellt haben, sozusagen sprechen. Sie können die jetzt auch einsetzen, um große Menschenmengen auf Social Media Nachrichten zu schicken. Und Sie merken dann, wenn so wie es heute läuft, merken Sie nicht, spricht da oder an telefonieren. KI kann auch telefonieren. Sie merken nicht, kriege ich hier eine Message von einem realen Menschen oder von einer KI? Ruft hier jemand an, real, oder ist es eine KI? Und eine gesetzgeberische Vorgabe, die wir dringend brauchen, ist, dass jeder, der die KI einsetzt, gezwungen wird, wenn er sie so einsetzt, dass die KI sich vorher ausweist, dass sie sagt, hier spricht eine KI und kein realer Mensch, dass das zur Pflicht wird. Und der Punkt ist der, dass die Bosse von diesen großen Firmen, die KI herstellen, zum Beispiel Sam Altman von OpenAI, der hat ChatGPT gemacht, die reisen gerade nach Brüssel und liegen dort den Kommissaren im Ohr, ja, keine Gesetze. Das hemmt unsere Forschung. Und davon dürfen wir auch uns nicht vernebeln lassen. Denn wenn Autoverkehr da ist, brauchen wir eine Straßenverkehrsordnung. Wenn wir Flugverkehr haben, brauchen wir Flugsicherheit. Und wenn wir KI haben, brauchen wir Gesetze, die regeln, dass die KI ordentlich und ohne Störung des sozialen Zusammenlebens eingesetzt wird. Ja? Und dagegen wenden die sich. Die sagen, da wird die Freiheit beschnitten und dann wird die Forschung gehemmt. Das ist Quatsch. Da wird überhaupt keine Forschung gehemmt, ne? Sondern es geht darum, dass wir durchsetzen und dass wir unsere Politiker zwingen, hier im Land, aber auch in Brüssel, zwingen durch Wahlen, dass wir die Fragen auf den Wahlversammlungen, wann kommen die Gesetze endlich, die da sicherstellen, dass mit der KI kein Unsinn gemacht wird. Ist doch Amerika nicht daran interessiert, diese Gesetze zu schaffen? Ja, im Südbadischen sagt man, wenn der Südbadener, da habe ich lange gelebt, wenn der Südbadener Freiburg im Breisgau, gehörte früher auch mal zu Österreich, wenn der Südbadener sagen will nein, dann sagt er weniger. Meine Antwort ist weniger. Ja, haben Sie noch Fragen? Dann müssen wir nämlich aufhören. Wir müssen dann schließen. Ja. Noch eine letzte Frage und dann ist Schluss. Bitte geben Sie dem Herrn bitte das Mikro. Sag. Eine kurze Anmerkung. Vielen Dank für die spannenden Schlussfolgerungen. Der Ray Kurzweil, der geht ja noch weiter. Der sagt ja, wir sind jetzt an der Schwelle zur Singularität. Mhm. Das heißt, jetzt sind wir an der Schwelle, wo die Computer intelligenter werden als wir. Mhm. Und die Computer werden bald so weit sein, wahrscheinlich, dass sie bessere Entscheidungen treffen. Das heißt, in Afghanistan werden die halt dann nicht mehr die Hochzeitsgesellschaft beschießen, sondern die werden
wahrscheinlich dann besser sein als der Mensch, der das entscheiden muss und schneller. Und Kurzweil sagt, ja, was ist denn los, wer regiert dann, wer entscheidet, wer trifft dann wirklich die Entscheidung, wenn die Computer das besser können als wir, und die Zeit steht wahrscheinlich bevor, weil die Computer fangen jetzt an, sich selber zu programmieren und die eigenen, die nächsten Generationen der Computer zu konstruieren mit künstlicher Intelligenz. Und die programmiert sich jetzt auch selber. Vielleicht lassen Sie mich darauf antworten, das ist noch zu wichtig. Ich hätte aber schon eine Idee. Nicht zu wichtig, das muss beantwortet werden. Das bedarf einer Antwort. Sie haben völlig recht. Die Singularität ist der Begriff der Singularität ist die Vorstellung, dass sozusagen alles Wissen dermaßen eingesammelt wird von diesen KI-Computern, dass das in einer Weltweisheit endet. Und der Punkt ist der, diese ultimative Rechenleistung und Informationsverarbeitung, an die glaube ich, aber das bedeutet nicht, dass das Intelligenz ist, sondern das ist ultimativ brutale Informationsverwaltung. Und das ist eben der Einschüchterungsfaktor. Damit beginne ich übrigens dieses Buch, dass diese Bosse versuchen, uns einzuschüchtern, den Menschen klein zu machen. Wir sind so dumm, weil diese Maschinen so fantastisch berechnen können. Ja, die können berechnen. Und die können unglaublich viel Wissen in sich aufsaugen, bis an die Singularität hin. Das heißt aber nicht, wenn wir den Stecker ziehen und sagen Schluss, dann ist Schluss. Ja, natürlich, wenn wir ihn nicht ziehen, können schon Konflikte zwischen Maschine und Mensch passieren. Natürlich, ich kann ja auch Kriegssoldaten als Robotersoldaten, nicht, und so weiter, die mich dann erschießen. Das geht schon alles. Aber die Frage ist, wir sind die Entscheider, nicht? Und deswegen dürfen diese Möglichkeiten, die diese modernen Systeme bieten, dürfen nicht in der Hand einiger weniger Milliardäre liegen, sondern da muss ein Zugriff erfolgen einer demokratisch legitimierten Gewalt. Und dagegen wenden die sich. Ray Kurzweil ganz vorne dran. Und da ist der Punkt, wo ich sage, rettet die Aufklärung. Der Mensch muss der Maß sein. Und wir dürfen nicht dieser Angstmacherei, dieser Einschüchterung, ja, wir sind sozusagen kurz vor der Ablösung, das sagt ja Ray Kurzweil, und die Computer werden die Macht übernehmen. Dem müssen wir uns widersetzen. Und das ist ein Weckruf. Entschuldigung, dass ich jetzt noch diese Antwort gegeben habe. Die Antwort war ganz wichtig. Ich wollte nur sagen, vielleicht kann man sagen, Wissen ist einmal künstliche Intelligenz und Weisheit ist der Mensch. Ja. Ja. Und wenn wir auf Weisheit aufbauen, dann kann es viel gelingen, weil Professor Bauer schreibt ja auch drei Dinge, so ob Sie verstanden, was uns den realen Begegnungsraum nähert, verstärkt, näher bringt, das ist die Beziehung mit anderen Menschen. Die Beziehung zu mir, und wir sehen schon, der fühlende Teil, das wäre jetzt ganz laienhaft gesagt, wahrscheinlich auch die richtige Chance, dass man wieder fühlen lernt. Wenn ich in Beziehung zu mir komme, dann lerne ich mich kennen, und das ist in der Wirtschaft vielleicht ein bisschen, ja, Freude ist schön, aber ich habe sie im Moment nicht. Und das Dritte ist die Natur. Und in der Natur, da haben wir zum Beispiel den Weg der Menschlichkeit, 888 Kilometer sind wir voriges Jahr gegangen, in 40 Tagen. Und das sind Begegnungsräume, Meetings draußen zu machen. Also wir fokussieren auf diese Dinge, ja, und wie Sie ja sagen, das ist dienlich KI, die werden uns gewisse Dinge abnehmen. Aber uns ist ganz, ganz wichtig, schauen wir jetzt, solange wir in der Kraft sind, dass wir die Begegnungsräume entsprechend nähern, dass wir die schätzen und dass wir die Gesellschaft einfach mit unseren Anliegen auch viel, viel mehr erreicht. Und dann wird uns in dem Sinn was gelingen, weil abschließend gesagt, wenn jetzt, man sagt, die großen Konzerne, die haben die Macht. Wir haben 300.000 Unternehmen in Österreich. 10% davon sind 30.000. Wenn die mit einem gemeinsamen Anliegen in die Gesellschaft wirken, ist das Ding nicht mehr zu stoppen. Und das wäre jetzt unser Anliegen, und da habe ich Ihnen gesagt, bin ich nicht sehr positiv, weil wir Jahre Erfahrung haben, weil wir wissen, wie fordernd das ist. Und ich habe wirklich innige, tolle Gespräche mit Unternehmen, wo aber dann die Umsetzungsphase eine riesen Herausforderung ist, und da gibt es Unmengen von Ablenkungen, Unmengen von Nichtplanbarkeit der Wirtschaft. Also da passiert Enormes, und wir sind Beobachter, ich beobachte es. Und als Beobachter muss ich sagen, ich habe Erlebnisse, die sind einfach, ja, wo man sagt, lieber Unternehmer, toll, dass du noch weiter wirkst und dass du weiterkämpfst. Aber die Frage ist halt, endet der Kampf? Lieber Herr Professor Bauer, danke, dass Sie da waren. Ja. Danke ja. Euch. Der Austausch war ein bisschen kurz, aber dennoch, wenn Sie mithelft, unseren realen Lebensraum zu fördern,
Cyriac, die seit Jahrzehnten bei den Kollegah-Dialogen wirken, da ist schon ganz viel da, aber es ist natürlich für uns so eine Veranstaltung immer ein Riesenaufwand und die Stimmung ist gut und immer wieder, aber es muss signifikante Eigendynamik kriegen. Alles, was gut ist, kriegt Eigendynamik und das wäre unser Wunsch. Dankeschön.